Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute soll es um das Thema Kastrationschip beim Rüden gehen und wir wollen unsere Erfahrungen mit euch teilen. Ja, das Thema Kastration, Kastrationschip ist kein leichtes Thema. Es gibt wie bei ganz vielen Dingen in der Hundewelt Befürworter und auch Gegner. Wir beschreiben in diesem Video lediglich unsere Erfahrungen mit dem Kastrationschip und weder befürworten wir Kastration generell, noch sind wir dagegen. Warum wir uns zu einem Versuch mit dem Chip entschlossen haben, beschreiben wir jetzt im Folgenden. Zunächst einmal noch Grundsätzliches zum Thema Kastration. Die Entscheidung für eine operative Kastration oder auch für einen Kastrationschip sollte niemals zum Wohl des Besitzers, sondern immer nur zum Wohl des Hundes gefällt werden. Laut Tierschutzgesetz ist nämlich das Amputieren von Körperteilen oder auch das Entnehmen und Zerstören von Organen verboten. Nur bei einer medizinischen Indikation durch den Tierarzt, also zum Beispiel bei einer Krankheit, ist dies erlaubt. Eine Kastration kann übertriebenes Sexualverhalten reduzieren, sie kann aber keinen allgemeinen Ungehorsam lösen. Also die Erwartungshaltung des Besitzers muss hier unbedingt geklärt werden. Auch unerwünschte Nebenwirkungen müssen unbedingt bedacht werden, bevor man sich dazu entschließt. Der Kastrationschip. Ja, der Chip ist eine temporäre Methode, eine Kastration beim Rüden über Hormone zu simulieren. Über eine kleine Kanüle wird ein sich selbst abbauendes Implantat unter die Haut des Rüden gebracht und dieses Implantat gibt dann je nach Auswahl zwischen 6 und 12 Monaten Hormone ab, die den Hund vorübergehend zeugungsunfähig machen. Und erneuert man den Chip dann nicht, läuft er nach einer Weile aus und der Rüde ist wieder ganz normal potent. Auf diese Weise kann man also sehen, wie eine Kastration wirken würde, ohne wirklich einen operativen Eingriff zu haben, der unter Narkose durchgeführt werden müsste. Man sollte sich auf jeden Fall rechtzeitig vor Ablauf der Zeit überlegen, ob man seinen Hund nachchippen oder doch vollständig kastrieren möchte, um ein unnötiges Auf und Ab der Hormone zu vermeiden. Ja, warum haben wir uns letztendlich für einen 6-Monats-Kastrationschip entschieden? Also es war so, dass Spaziergänge und Hundebegegnungen für Moki mit der Zeit immer stressiger wurden. Sein Leben bestand draußen eigentlich nur noch aus Schnüffeln, Lecken und Markieren. Jede Urinpfütze musste untersucht und ausführlich beschnuppert und angeleckt werden. Und nichts konnte ihn aufhalten, wenn er eine heiße Spur wahrgenommen hat. Dann ist er teilweise einfach durchgebrannt. Auch bei Hundebegegnungen, egal ob Rüde oder Hündin, gab es kein fröhliches Hallo, sondern der Weg führte eigentlich immer direkt zu den Genitalien. Auch diese wurden intensiv beschnuppert und beleckt. Das wurde natürlich oft mit einem Knurren, Verbellen oder Wegbeißen quittiert. Und ein freundliches Hundemiteinander geht einfach anders. Bis zu einem gewissen Grad sind all diese Handlungsweisen sicherlich normal. Aber nach einem ausführlichen Gespräch mit unserer Hundetrainerin und auch mit unserer Tierärztin sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es zu extrem ist und auch für Moki Stress bedeutet und eigentlich auch schon enormen Stress. Da aber eine endgültige operative Kastration für uns nicht in Frage kam, haben wir uns für den 6-Monats-Chip zum Ausprobieren entschieden. Ja, zur Wirkungsweise des Kastrationschips. Erst etwa 4 Wochen nach dem Chippen haben wir die ersten positiven Veränderungen bemerkt. Davor wurde das Verhalten für einige Zeit eigentlich sogar noch extremer. Also bei Hundebegegnungen ist Moki inzwischen nicht mehr ganz so ungehobelt und forsch, sondern er geht langsamer auf die anderen Vierbeiner zu, muss auch nicht sofort intensiv deren Genitalien beschnuppern. Nach einem kurzen Hallo und einer kleinen Toberunde geht er jetzt ohne Stress weiter. Die Zeiten des sich überhaupt nicht mehr loseisen können, sind eigentlich vorbei. Moki ist dabei aber immer noch super fröhlich und aufgeweckt gegenüber anderen Hunden. Er hat keine Scheu und auch keine Angst. Er ist nur etwas bedachter und etwas zurückhaltender in seinem Verhalten. Er markiert und schnuppert bei Spaziergängen immer noch sehr viel. Aber wir würden sagen, es ist in Summe etwas weniger geworden und er muss jetzt auch nicht mehr jede gelbe Pfütze aufschlecken. Im Alltag zu Hause kann man kaum Änderungen feststellen. Er schläft gerne und ruht sich, wie er das eben auch schon früher gemacht hat, aber er tobt genauso gern mit seinen Stofftieren, ist immer noch neugierig und super interessiert an allem.
Ja, dann noch eine in unseren Augen eher negative Veränderung. Das betrifft das Fressverhalten. Also verrückt, der Hund, der immer nur nach seinem Bedarf gefressen hat und für den sein Futter nie ein großes Thema war, ist auf einmal ein bisschen verfressen. In der Anfangszeit stand er sogar mehrmals täglich vor seinem leeren Napf und wollte Nachschub, oft sogar schon kurze Zeit, nachdem er gefressen hatte. Und auch Krümel in der Küche werden jetzt vom Boden geklaubt, die ihn früher echt niemals interessiert hätten. Ja, das ist irgendwie eine komische Neuerung und wir achten jetzt deshalb darauf, dass er nur die angemessene Futtermenge pro Tag bekommt, wiegen ihn regelmäßig und sein Gewicht ist jetzt nach wie vor stabil. Er hat nicht wirklich zugenommen. Ja, als letztes dann noch, womöglich für manch einen zu viel an Informationen, aber es gibt auch noch körperliche Veränderungen. Zum einen sind Mokis Hoden deutlich kleiner geworden und zum anderen hat er keinen gelblichen Ausfluss mehr aus der Vorhaut, was seit der Pubertät ein Thema war. Bis zu einem gewissen Grad ist das normal, doch bei einer übermäßigen Sekretproduktion sollte man den Tierarzt hinzuziehen. Ohne Ausfluss ist es auf jeden Fall hygienischer, also zum einen für den Hund, und aber auch für den Haushalt. Ja, unser Fazit oder der Abschluss eigentlich, wollen wir wieder einen Kastrationschip nutzen? Aktuell sind wir noch nicht ganz sicher, es sind jetzt circa 2,5 Monate um und die Veränderungen sind jetzt nicht super bahnbrechend, aber doch in Summe sehr positiv. Wir warten nun erstmal noch 2, 3 Monate ab und entscheiden uns dann rechtzeitig, wie wir weiter vorgehen wollen. Mit dem Alter wird er ja vielleicht auch von allein etwas entspannter, was Hundebegegnung angeht. Ja, wir hoffen, euch hat das weitergeholfen, unsere Meinung zu diesem Thema. Uns wird natürlich interessieren, was ihr dazu denkt und wann es notwendig ist und vielleicht auch, wer seinen Hund gechippt hat und es dann hat auslaufen lassen, wie der Hund dann eben drauf war. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr meint.